Guten Abend allerseits. Last-Minute-Tipps für die NHL gibt es jetzt hier. Da der November extrem gut gelaufen ist, wollte ich jetzt hier mal meine Tipps für heute Nacht veröffentlichen, weil das ist in ein ja, Wettmassaker ausgeartet und ja, riskiere hier natürlich einiges. Wenn es gut läuft, bin ich dagegen. Wenn es schlecht läuft, naja, habe ich im November trotzdem. 30 Einheiten plus gemacht. Denn in unserer Gruppe 3 xbet das ist diese hier, sehen wir hier schon die Statistik für den Dezember. Vier Einheiten gestern Nacht, jetzt hier im November waren es 33 Einheiten. Und ja, kommen wir zu meinen heutigen Tipps. Es geht los mit Tipp Nummer 7. Die Arizona Coyotes gegen die St. Louis Blues hier. Gehe ich auf, auf die Coyotes, weil die St. Louis Blues letzte Nacht gespielt haben, allgemein. Arizona bessere Werte, deswegen vier Einheiten auf die Coyotes. Und das trage ich jetzt hier auch gleich direkt ein. Bei BloggerBet3xBet. Und zwar sucht man da bei Batbrain nach Coyotes. Und da ich schon zwei Einheiten auf die Coyotes gestern gesetzt hatte voreilig, lege ich jetzt hier nur noch zwei nach die Tipps lasse ich jetzt mal öffentlich vielleicht sieht es ja der ein oder andere und findet es gut und dann der nächste Tipp Nummer 8 in diesem Monat die Bruins gegen die Red Wings auch ein Sieg der Bruins bei Quote 1,8 zwar nicht die beste Quote aber hier die Bruins ganz klarer Favorit. Auch zu Hause. Und von daher gehen wir hier drauf. Fulltime heißt nichts anderes als Sieg nach 60 Minuten. Gibt ja beim Eishockey nach 60 Minuten Verlängerung, wenn es unentschieden steht. Das hoffen wir jetzt mal hier nicht. Ansonsten könnte man auch drauf setzen. Asian Handicap und so weiter, aber das würde jetzt hier zu weit führen. Ich ähm, setze immer eigentlich auf Siege, auf Drei-Wege-Siege, weil die beim Eishockey selbst bei total krassen Favoriten immer noch fast im Zweierbereich sind. Wie man jetzt hier sieht, die Vegas Golden Knights bei den Oilers, die Knights letztes Jahr Favorit. Die sind wieder auf dem Weg dorthin, äh, was heißt verfried, letztes Jahr waren sie im Finale des Stanley Cups, sind wieder auf einem guten Weg. Edmonton sollte denen da nicht großartig im Weg stehen. Deswegen zwei Einheiten auf die Knights, die hier eine sehr starke Quote haben. Auch hier sieht man den Quotenverlauf, der ist jetzt hier wieder gestiegen. Anscheinend sind sich die Wetter hier nicht so einig, aber macht ja nichts darauf. Achte ich jetzt erstmal nicht. Es gibt ja Leute, die nach so Quotenbewegungen besonders Ausschau halten. Und hier haben wir dann Tipp 10, die Florida Panthers gegen Tampa Bay, ein Florida Derby sozusagen. Die zwei Teams sind gerade mal eine halbe Stunde oder wenn es klangt vielleicht auch noch weniger mit dem Auto auseinander. Aber die Panthers haben letzte Nacht gespielt und in Washington, glaube ich, oder irgendwo anders, egal. Haben sie verloren natürlich, weil die schwach sind und die Lightning waren, sind ausgeruht. Deswegen hier sechs Einheiten bei einer Quote von 2,2. Das ist natürlich Zucker. Und ich sage immer, weil ich oft gefragt werde, warum setzt du jetzt da so viel und bei anderen weniger? Naja, da spielen halt viele Faktoren eine Rolle, die ich äh, regelmäßig auswerte. Ähm, Statistik, äh, Wälze und ja, ich kann das mal kurz zeigen. Gut, also das ist hier die tagesaktuelle Statistik mit allen NBA-Teams und diversen Krankenwerten. Das ist aber noch längst nicht genug. Ich habe hier eine Liste mit allen Spielen in der NHL. Die lädt halt hier ein wenig. Es sind ja über 1200 Spiele in dieser Saison. Insgesamt sind jetzt hier 400 absolviert. Hier sehen wir die aktuellen Spiele. Dann gibt es hier den Wert, wann die Mannschaften das letzte Spiel hatten. Dann gibt es hier Schuss. Effizienz, äh, Tordifferenz im Schnitt, äh, die Form, G Tore, Gegentore, Tore in, mit voller Teamstärke, Schuss-Winnrate, ähm, Müdigkeit, äh, Schussprozente und so weiter. Ihr seht, da, da kommen schon ein paar Werte zusammen. Die fließen alle dann in eine extra Auswertung. Also, ich muss hier. Leider doch was manuell machen, weil so weit reichen dann meine Excel-Skills auch nicht. Ich muss hier die tagesaktuellen Spiele kopieren und dann einfach hier einfügen. Das ist aber richtig cool, deswegen zeige ich das jetzt auch. Da bin ich echt stolz drauf. Das hat mich Wochen gekostet, das so hinzumachen. Ja, und schwuppdiwupp erscheinen hier alle Teams grafisch übersichtlich. Ich habe auch mal überlegt, ob ich das als Video dann immer veröffentliche, aber das sind eigentlich streng geheime Daten, deswegen mache ich das nicht regelmäßig, sondern poste nur meine Tipps, aber falls jemand wissen will, warum ich denn jetzt hier drauf setze, dann hat das meistens mit diesen äh, expliziten Werten zu tun, da können jetzt alle Spione sich vielleicht die Scheibe abschneiden. Hm, habe ich kein Problem damit, wenn andere auch gewinnen. Aber ist natürlich auch kein Patentrezept dafür, dass das auch alles so wirklich funktioniert. Dann, ja, hier heißt äh, ein 5 zu 1 allerdings nicht, dass die 5 zu 1 gewinnen, sondern dass einfach sechs von sechs wichtigen Faktoren für diese Mannschaft sprechen. Und dementsprechend habe ich jetzt hier eben sechs Einheiten auf Tampa Bay gesetzt. Plump gesagt. Ähm, das Ganze ähm, ist jetzt nicht nur irgendwie ein bisschen hin und her gerechnet, dass das sehr gut funktioniert hat. der... Hat der letzte Monat, der November gezeigt, denn als ich angefangen habe mit der NHL dieses Jahr, habe ich mich auf mein Bauchgefühl, meine nicht vorhandene Expertise und andere Tipps verlassen und äh, ich bin ziemlich aufs Maul gefallen. Anfang November hatte ich, eine, hatte ich minus 36 Einheiten und dann habe ich diese Statistiken gewählt, dieses äh, Modell entwickelt und seitdem habe ich hier. Plus 69 Einheiten gewonnen. Also diese Plus 33, das ist nur der Gesamtgewinn im November, abzüglich der Verluste am Anfang. Aber rein mit diesem System habe ich plus 70 Einheiten gemacht. Und von daher bin ich natürlich äh, sehr davon überzeugt. Und jetzt schauen wir mal, ob es im Dezember genauso weitergeht oder ob das eine Einmonatsfliege war. Also weiter. Hier der 11. Pick ist. Toronto Maple Leafs bei den Minnesota Wild in eckigen Klammern, weil ich hier bei einer Quote von 2,6 auf die Maple Leafs gehe. Aber ich würde das nicht unbedingt empfehlen. Das ist so ein Value-Tipp von mir, weil die Maple Leafs allgemein in den meisten Werten besser sind. Aber diese Quote ist natürlich extrem gestiegen. Da kann, äh, können so tagesaktuelle Faktoren wie wenn der Tor ausfällt oder wenn irgendwelche Spieler nicht spielen natürlich mit reinspielen, aber sowas schaue ich mir nicht an, das würde zu viel Zeit kosten, ehrlich gesagt und warum sollte ich es mir auch, soll ich mir auch die Mühe machen, wenn es auch anders läuft. Von daher bei diesem Spiel muss irgendwas nicht ganz koscher sein. Außerdem habe ich gesehen, dass die Wild die letzten fünf Heimspiele gegen die Leafs gewonnen haben. Ich halte zwar nichts von so saisonübergreifenden Bilanzen, aber das könnte natürlich mit in die Quote spielen und die Leafs haben mich auch letztens schon mal hängen lassen also ja zwei Einheiten bei der 26er Quote da oder sogar 28er Quote da kann man drauf setzen mehr würde ich allerdings hier nicht investieren und ich bin gespannt äh, warum die Quote dann so hoch war oder ob meine Statistik am Ende recht hat und Toronto dieses Spiel mit äh, Zwei Toren Vorsprung gewinnt oder so ähnlich. Clara sieht es hingegen bei den Chats gegen die Devils aus. Da setze ich sogar drauf, dass die Chats hier im dritten Drittel mit Zwei Toren Vorsprung gewinnen. Das heißt das nämlich hier mit Asian Handicap bei einer Quote von 4,7. Warum mache ich das? Weil die äh, Gegner der Chats, wo sind sie denn? Es sind echt viele Spiele, da kommst du durcheinander. Die Devils letzte Nacht gespielt haben und von daher im dritten Drittel nicht mehr die Kraft haben werden. Da werden dann die Beine schwer und dann schlagen die Chats, die allgemein in allen statistischen Werten stärker sind, gnadenlos zu. Kriegen die hier sogar eine 5,5er Quote. Das ist natürlich ein sehr starkes Stück. Also eine Einheit ist das mir auf jeden Fall wert. Und was schreibt er? Ich bin hier beim Video machen, Chrysler. <laughs> New Jersey gegen die Winnipeg Jets. Haben wir hier nochmal. Nach regulärer Spielzeit Sieg für die Jets, vier Einheiten. Nochmal drauf. Gibt hier eine Quote von 2,3. Auch die ist hier gestiegen in letzter Zeit. Hm, naja. Wie gesagt, diese Quotenbewegungen haben ja immer irgendwie auch mit dem Geldfluss zu tun. Aber warum da viele auf die Devils setzen, weiß ich auch nicht. Nashville gegen Blackhawks, da schaue ich mir eigentlich gar nicht die Statistiken an. Ich gehe eigentlich prinzipiell darauf, dass die Predators gewinnen. Hier haben die keine so starke Quote für einen Sieg. Deswegen gehe ich sogar auf Asian Handicap minus 1,5. Bedeutet, die Predators müssen mit zwei Toren Vorsprung gewinnen, damit diese Wette gewonnen ist. Gegen die Blackhawks sollte das allemal drin sein. Auch wenn die Predators in letzter Zeit nicht so äh, klar dominant waren. Haben ja auch die Tabellenführung eingebüßt. Aber das ist ja auch nur die Regular Season. Da kann man schon mal ein paar Spiele bisschen lockerer angehen lassen. Im Allgemeinen natürlich eine mega starke Mannschaft aus Nashville. Dann Pittsburgh gegen die Flyers. Klar besser mit fünf von zehn Einheiten spielt das an bei einer Quote von 1,9. Pittsburgh ja mit einem sehr schwachen Start, aber das kennt man von den Penguins. Jetzt finden sie wieder in die Spur und äh, zu Hause haben sie vor allem nur gegen wirkliche Hochkaräter verloren und das auch nur knapp. Und die Flyers sind einfach das schlechteste Team und dafür ist eine Quote von 1,87 ungefähr so, wie wenn Bayern München, in der, also, kurz sagen wir, Bayern München äh, letztes Jahr in der Bundesliga gegen äh, einen Abstiegskandidaten eine Quote von 1,8 oder 1,9 eben gehabt hätte. Und das ist einfach fast ein Geschenk und deswegen hier. Wie viel waren es? Sechs oder fünf? Fünf Einheiten, ja. Übertreiben will ich es auch nicht, denn warum auch? Es läuft ja bisher ganz gut. Diese Nacht wird natürlich extrem entscheidend sein. Wenn was läuft, dann enden wir im Gewinn. Und wenn es viele Überraschungen geben sollte, was in der NHL durchaus natürlich auch vorkommen kann, dann sind wir natürlich richtig angeschmiert. Und hier nochmal zwei Einheiten auf die Dallas Stars bei den Canucks. Die sind ja immer. Für eine Überraschung gut, die Vancouver Canucks und haben mich auch schon oft geärgert. Deswegen bin ich bei den Spielen immer ein bisschen vorsichtig und gehe nur mit zwei Einheiten hier drauf auf die Dallas Stars, die allgemein die bessere Grund-Einstellung ja, haben, was weiß ich, das größere Potenzial. So, das waren jetzt alle Tipps für heute Nacht. Ich äh, würde mich freuen, schau mal vorbei in der 3xBet-Gruppe. Ist natürlich nicht umsonst welcher ja blöd, wenn ich de, meine, die besten Eishockey-Tipps der Welt äh, umsonst rausgeben würde. Aber es kostet euch auch nichts. Also, wie gesagt, wir haben ja immer diese Voraussetzung, dass ihr euch einfach über einen Wettanbieter anmeldet. Geht dazu einfach auf unsere Webseite xbet-Tipps. Dann auf Facebook-Gruppen 3xbet. Ihr könnt euch in die E-Mail-Liste eintragen, dann bekommt ihr ab und an mal eine E-Mail mit einem Gratistipp. Und wenn ihr in die Facebook-Gruppe wollt, meldet euch bei einem dieser drei Anbieter an, setzt 25 Euro um und schickt mir ein Screenshot davon. Dann seid ihr dauerhaft kostenlos in unserer Gruppe. Wir kriegen eine einmalige Provision. Ihr könnt dann dort weiter wetten, wenn ihr Bock drauf habt oder auch nicht. Und wir verdienen nur eine einmalige Provision im Vergleich zu anderen. Gruppen, VIPs, wenn man das so nennen will, da zahlt man ja entweder eine monatliche Gebühr oder die Leute wollen, dass ihr dort Geld verliert, weil die davon von eurem Verlust gewisse Prozente bekommt. Das wollen wir natürlich nicht, das ist unmoralisch. Wir sind selber Zocker und wir wollen nicht an anderen verdienen, sondern an unseren Tipps und das machen wir hier bisher ganz gut. Ja, also würde mich freuen, wenn ihr eure Tipps für die NHL-Nacht mal postet, ob ihr selber öfter NHL-Spiele schaut oder ob ihr eine andere Herangehensweise habt. Äh, ja. Würde mich alles interessieren und dann wünsche ich mir und die, die da vielleicht nachtippen, übertreibt es nicht und viel Erfolg für die Nacht. Bis zum nächsten Mal.